Sadly. Schauen wir mal, wo wollten wir jetzt hin? Ach so, zu dem Fragezeichen. Das Kämpfen ist unglaublich schwer, ja. Es ist echt sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das so gut finde. Ob das so gewollt ist. Oder wie sich das verhält. Bin ich mir. Oh, was war das? Bin ich mir unsicher. Distel. Distel oder Distel? Baldrian des Pferd. Oh, Schießstand. Naja. Nicht so interessant. Dann hier. Schon wieder außer Pust. Du hast in der Kirche. Also bei den Fights muss es unglaublich schnell reagieren. Ja, das ist natürlich für mich als alten Mann etwas unpraktisch. Okay, da war der Krämer. So, was machen wir denn jetzt? Was gibt's hier? Oh ja, Kräuterweib. Gehen zu dem Kräuterweib. Kann ich mir eigentlich auch. Muss mal schauen, ob es geht, nachher geht. Pferd. Sie ein Pferd zu kaufen, das man dann behält. Weil alles zu Fuß gehen ist schon. Puh. Nicht der Vogt dieser Örtlichkeit? Oh ja, hallo. Gott sei mit dir. Euer Pfarrer ist kein gewöhnlicher Geistlicher. Euer Pfarrer ist offenbar ein ganz besonderer Geistlicher. Er ist recht geschickt mit dem Schwert. Wohl wahr. Er ist hart wie ein Nagel. Ist schon öfter bei Kneipenschlägereien dazwischen gegangen und hat Ordnung geschaffen. Nicht zu unterschätzen. Das hat er wohl kaum in einem Stift gelernt. Du weißt ja, wie es läuft. Die Adligen schicken ihre jüngsten Söhne in die Klosterschule. Und auch unser Pfarrer hat blaues Blut. Er wurde sicher zu Hause im Schwertkampf ausgebildet, bevor er zum Studium ging. So läuft es eben bei den Wohlgeborenen. Aber angeblich ist etwas vorgefallen, woraufhin er eine Weile in der Welt umherstreifte. Was er angestellt hat, weiß ich jedoch nicht. Ist auch für mich extrem schwer, vor allem weil die Gegner gefühlt zu 90% perfekt blocken und dann instant 3 bis 4 Schlagkombo ausdrücken. Ja, manchmal ist man dann echt komplett im Arsch, ne? Und die blocken wirklich super. Deswegen, ich glaube, man braucht echt krasse Schwertkampfskills, dass man da mal durchkommt. Sorry.
noch. Jetzt wollen wir halt wieder gehen. Schaut ja nichts. Wenn er Rhythmus im Blut hat, ja, das kann gut sein. Ist ja klar, dass man auch nicht irgendwie direkt Meister ist, wenn man das Spiel anfängt. Das lernt man ja mit der Zeit. Und dann ist es auch ein bisschen realistischer, weil der Typ ist halt kein Schwertkämpfer. Und dann kann ich auch damit leben, dass mich die Leute direkt umbatzen, weil der hat ein, zwei Mal Schwert in der Hand gehabt, das war's dann, gell? Deswegen ist es ja dann auch in Ordnung. Wenn es die Hintergrundgeschichte wäre, dass du ein krasser Ritter früher mal warst, dann wäre das jetzt echt doof, aber so kann ich es auf den Realismus schieben. Hallo? Wanderer? Ach, stehen. Könnte ich eigentlich auch komplett alle ummähen, ne? Sitzt da jemand? Willst du ein paar Münzen verdienen? Warte, lass uns doch kurz reden. Was bist denn du? Schnell! Schnell, bevor er entkommt! Ich hab einen Plan. Hui. Ich will nur noch mal gucken. Ach gut, dass ich laufen geskillt habe. Schau mal, die sitzen hier hinten im Busch. Diese Schweine. Das sind aber drei Leute, das ist ein bisschen schlecht. Die merken wir uns, die sitzen da bestimmt häufiger. Wenn wir krass drauf sind mal, gehen wir da vorbei und dann werden wir die ein bisschen bestrafen. Jetzt ist es Kräuterweib. Zufällig. Hallo, bist du das Kräuterweib? Alchemitisch. Oh yes. Oh ja, Kräuterweib. Pfarrer schickt mich. Der Pfarrer schickt mich. Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Raus damit, Vettel. Oder ich drehe dir den Hals um. What?
Ich meine, es ist gut. Hier habe ich plus 2, weil ich so gut rieche. Weißt du nicht, dass man nichts verbrennt? Ich mach das. Es wäre besser für dich, aufrichtig zu sein. Ich will dir nichts Böses. Solange du die Wahrheit sprichst? Nun gut. Dann sag ich dir alles. Ich hab was richtig Dummes getan. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Siehst du? Vera, Slata und Christa aus Uschize wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt, doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Was für eine Salbe? Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat. All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Ich möchte das andere... Ja, gib mir mal das Rezept, kann man bestimmt geil verkaufen. Gibst du mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig. Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Warum hast du ihm die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie in Skalitz verloren. Und auch Slatas Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa, hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden. Und sie bitten beim Herrn, ein gutes Wort einzulegen. Ja, die spinnen doch. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden. Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt und ihr Flehen erhört. Ihr Flehen oder das Klimpern ihrer Münzen? Wieso bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man's als Hexerei auffassen. Und weißt du, was man mit Hexen macht? Bei lebendigem Leib verbrennen. Genau. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge. Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Wollten Sie die Salbe? Das hat er doch schon gesagt. Ich habe genug gehört. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie. Nun gut. In Ordnung. Aber nur, weil der Pfarrer mich drum gebeten hat. Tausend Dank. Ich gehe zum Pfaffen und erkläre dem alles. Kümmer du dich um die Frauen. Könntest du mir etwas über Heilkräuter beibringen? Selbstverständlich. Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Na klar. Ist das nicht etwas viel? Ich will 55 zahlen. Weil du es bist. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. 56. Einverstanden. Sehr gut. Hör gut zu. So, wo ist jetzt hier ein Alchemietisch? Was ist das? Alchemietisch. Das ist kein Alchemietisch. Was ist denn hier ein Alchemietisch, Mann? Chemie beginnen. Oh, du hast gelernt, Gifte und andere Substanzen. Oh, shit.
Alchemie ist eine nützliche Fertigkeit, um Kräuter und andere Zutaten in Tränke und Heilmittel zu verwandeln. Dazu benötigst du Kenntnisse über Alchemie, ein Rezept, ein Alchemietisch und die benötigten Zutaten. Im Alchemielabor findest du auf der rechten Seite des Tisches ein Herbarium mit allen Eigenschaften der Kräuter und allen Rezepten, die du bislang gelernt hast. Du öffnest es mit E und blätterst mit Q durch die Seiten mit den Rezepten und Pflanzenbeschreibungen. Am besten folgst du den Rezepten aus dem Buch. Halte im Rezept E gedrückt, um sämtliche nötigen Zutaten direkt auf dem Alchemietisch bereitzustellen. Okay. Ja, lesen. Wir können einen Retterschnaps machen. Wer hiervon kostet, speichert das Spiel und rettet seine Seele. Und solltet er dem Tod erliegen, so möge er wieder auferstehen. Bereite Wein, 2 Handvoll Tollkirschen und eine Handvoll Nesseln vor. Lustig, da ist es auch ein bisschen falsch geschrieben, weil ich noch nicht so gut lesen kann. Ich hab kein Wein. Nächste Seite. Oh, und ich habe bloß das Rezept. Das ist doch doof. Verlassen. Okay, aber wir wissen, dass hier Alchemie jetzt geht. Also brauchen wir Rezepte. Na gut. Was haben wir denn hier für Quests? Achso, mit den Damen reden. Steinschlag. Salbe. Okay. Jupp. Oh, ich muss mal wieder schlafen, ich bin langsam müde, steht da. Hallo, Hundi. So, Madame Slata. Ich habe etwas über Flugsalbe gehört. Wirklich? Ich wüsste gerne von wem. Und was geht's dich überhaupt an? Das Kräuterweib schickt mich. Das Kräuterweib schickt mich. Gertrude? Was will sie? Mehr Geld? So, das ist nicht ungefährlich. Sie fragt sich, was sie mit der Salbe vorhabt. Es geht nicht ums Geld. Sie ist besorgt um eure Gesundheit. Die Salbe kann gefährlich sein. Und ich soll für sie sicherstellen, dass ihr damit kein Schindluder treibt. Gefährlich? Wieso das plötzlich? Sag ihr, wir sind ihr sehr dankbar für die Fürsorge. Leb wohl. Nee, so geht es nicht, Madame. Ich habe etwas über Flugsalbe gehört. Wirklich? Ich wüsste gerne von wem. Und was geht's dich überhaupt an? Der Pfarrer macht sich auch Sorgen. Godwin macht sich Sorgen. Der Pfaffe? Schön zu erfahren, was für Drahtstanten die eigenen Nachbarn sind. Glaub mir, das geht weder dich noch dem Pfaffen was an. Er sagte, fang an zu reden oder sitzt was. Ach, die hat 5 in Reden. Oh, leck. Gut. So. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber das kriege ich so oder so raus. Also Maul auf. Bloß etwas Kräutersalbe, etwas Singsang und 3 Frauen nachts im Wald. Keinem geschieht ein Leid, aber vielleicht hilft's. Warum hörst du nicht auf, dich einzumischen?
Folge den Frauen in den Wald. Ja, sauber. Was ist mit dir? Ja, sauber. Das machen die bestimmt nachts, oder? Müssen wir irgendwo schlafen? Hey, wer ist da? Ich. Oh, waschen. Wo war das Boot da hinten? What? Oh Mann, ey. Das gibt's doch gar nicht. Hä? Schon. Braune Beinlinge und die Lederknüppel. Dein Hemd aufs Lederspinnnetz verbannt. Wildschwein-Leder. Hey, Wildschwein-Leder. Das Telefon, Entschuldigung. So. Wo wollten wir jetzt hin? Hä, wieso wollten wir darüber? Das gibt doch gar keinen Sinn. Questgeber. Also Moment, ich muss hier noch ausmachen. Steinschlag, Talmberg. Sprich mit Herrin Stefanie. Ach, ich kann jetzt wahrscheinlich nichts anderes machen, oder was? Weil ich jetzt den Damen in den Wald folgen muss. Wie lange muss ich da warten, bis die losgehen? Hallo? Hey, ist da jemand? Wow. Was? Hallo? Ist
Wo gehen die denn in den Wald? Ich weiß es ja nicht. Oh, die eine ist jetzt hier drin, ne? Kann ich da... Schläft jetzt oder was? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen warten. Ich warte mal 2 Stündchen. Ich muss auch schlafen. Ah, verdammt. Stimmt, ich muss ja auch schlafen. Ah. Schnöder Baron. Das ganze Gefolge in Ingrid. Welchen denn? Ich weiß nicht, wen du meinst. Er war auf dem Weg nach Traumberg. Ja, ja, die geht schon, die geht schon. Lauf ich da jetzt hinterher? Da geht's. Fühlt sie wahrscheinlich auch gar nicht verfolgt, ne? Jetzt erst auf die anderen warten. Warten wir mal noch 1 Stunde. Wir können los. Ist es weit? Überhaupt nicht. Aber wir sollten die Salbe jetzt auftragen. Es dauert, bis sie wirkt. Wo genau kommt die hin? Naja, du weißt schon. Ich ziere mich. Mit dem Teufel zu falschen ist in Ordnung. Aber bei Salbe auf deiner Fuß ziehst du die Grenze? Naja, aber nicht lügen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, keine Sorge. Unzählige Weiber vor uns haben es versucht. Was, wenn es klappt? Was, wenn er erscheint? Aber das wollen wir doch, oder? Gehen wir. Wieso müssen die sich das Zeug
untenrum einschmieren. Was hat das für einen Sinn? Hey, ich möchte auch so eine Laterne. Nichts, ne? Also nicht wundern, wenn ihr nichts seht, ich sehe auch nichts. Aber ich muss ja hier bis hier unentdeckt bleiben. Jetzt spielt der immer noch, ja. Ja. So lange ist es noch gar nicht. 4 Stunden. Geht doch. Das geht doch. Da wären wir. Jede weiß, was sie zu tun hat? Ich weiß nicht. Gertrude wollte zum Ritual nichts sagen, also wissen wir bloß, was wir selbst rausgefunden haben. Scheiße, mir ist so komisch. Hauptsache, die Salbe wirkt. Nun müssen wir uns bloß ein paar Zaubersprüche ausdenken. Beeilen wir uns lieber. Da sind seltsame Geräusche. Wann treffen wir drei wieder zusammen? Bei Regen, Donner, Wetter, Flamm. Wenn der Wirrwarr ist zerronnen, wenn... Scheiße. Schlacht verloren und gewonnen. Was für ein Mist murmelst du denn da? Das war ich nicht. Das kam von ganz allein. Mir wird schwarz vor Augen und die Erde dreht sich. Vielleicht war es keine so gute Idee. Wir machen das nicht für uns. Unsere Ziele sind rein. Keine Sorge. Ruhe! Seid doch mal leise. Hört ihr das? Als ob da wer singt. Das sind die Baumwurzeln. Die Erde spricht zu uns, wie Gertrude sagte. Warum wird es so dunkel? Der Gesang ist zu laut. Es soll aufhören. Wenigstens ein bisschen. Mein Kopf tut weh. Halte durch. Lass es zu. Lucifer, Morgenstern, wir sind hier, um etwas von dir zu erflehen. Was war das? Heilige Maria, bete für uns. Der Teufel naht. Ich gehe ihm entgegen. Zeig ihm den Weg, dass er uns findet. Heilige Maria, voll der Gnaden, bete für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Was betest du da zur Mutter Gottes? Du vertreibst den Meister noch. Hör auf zu beten und vom Tod zu faseln. Wir wollen andere Leben retten, weil unsere verloren sind. Satan, erscheine und bring die Pest über die Kumanen. Ich eile dir entgegen. Fürst der Finsternis, hier sind wir. Komm zu uns. Fürst der Finsternis, hier sind wir. Komm zu uns. Wer da? Wer ist da? Bloß ich. Da war keiner. Ich? Wer ist ich? Lucifer, nicht wahr? Oh, Lichtbringer, hab Dank, dass du uns erhörst.
Wünsch Sigismund und seinen Kumanen die Pest an den Hals. Ich bin es, Vera. Zumindest glaube ich das. Alles ist so verschwommen. Lichtbringer, erlöse uns von den Kumanen. Die Pest über sie und ihre Brut. Gott, du hast dich von uns abgewandt, so befiehl wenigstens Lucifer, uns von ihnen zu befreien. Lucifer, erlöse uns von den Kumanen. Fahre mitten unter uns, nimm unser Fleisch und das Siegesblut und seine Knechte dafür in der Pest krepieren wie räudige Tölen. Sie haben unsere Familien ermordet, verrecken sollen sie. Schick sie in die Hölle zurück, aus der sie gekrochen sind. Komm, Satan, und nimm uns! Hört ihr das? Da ist wirklich jemand in den Büschen. Komm hervor, du da! Bist du Lucifer? Egal, wer du bist, komm hervor! Du hast geträumt. O König des Exils, dem Unrecht getan wurde, der aufsteigen und seine Stärke wiedergewinnen wird. Wir müssen jetzt mal stören. Da kommt jemand. Wer ist da? Bist du es, Christa? Nein, ich bin hier drüben. Was ist hier los? Oh, willkommen. Fürst der Dunkelheit. Bitte, fühl dich wieder heim. Sag mal, was sollen wir für dich tun? Wir werden dir jeden deiner Wünsche erfüllen. Hast du wieder so leise? So du unsere erfüllst. Fürst der Finsternis? Was in Gottes Namen schwafelt ihr da? Warum stellst du uns auf die Probe? Probe? Jesus Christus, womit habt ihr euch da bloß eingerieben? Flugsalbe vom Kräuterweib? Wir sind gewillt, uns dir hinzugeben, auf dass du uns von den Kumanen befreist. Wenn du das nicht willst, hilf uns wenigstens von hier zu entfliehen. Mach uns reich, dass wir in der Stadt ein neues Leben beginnen können. Ich gebe euch alles, wonach ihr verlangt? Nee. Ja, nö. Ich werde keinen eurer Wünsche erfüllen. Oh, was sollen wir nur für dich tun, oh Gebieter? Doch dafür müsst ihr... Scheiße. Mir wird komisch. Oh, die Salbe. Ihr habt mich mit der Salbe beschmiert. Fürchte nichts, Gebieter. Dir geschieht kein Leid. Das gehört alles zur Zeremonie. Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mit mir gemacht? Wie geht es dir nach der langen Reise? Lange Reise? Über... Von den Pforten der Hölle hierher. Wann kümmerst du dich um die Kumanen? Und wo sind deine Hörner, Hufe und der Ziegenschwanz, von denen der Pfaffe sprach? Bin auf einem Ast hergeflogen. Warum bist du eine Stute? Nur zu besonderen Anlässen. Wie kommt's, dass eine Stute sprechen kann? Stute? Trügt dich dein Blick? Vera heiß ich und in Uschitze verdreh ich manchem Burschen den Kopf. Hab Hörner und Hufe unterwegs verloren und... Meinen Schwanz habe ich in der Hose. Den hole ich zu besonderen Anlässen raus. Ich hoffe, bald findet sich einer. Bin auf einem Ast hergeflogen. In Windeseile ging das. Auf einem Ast? Bringst du uns das bei? Wir sind von nun an deine Mägde und tun, was du auch befiehlst. Eigentlich wollte ich etwas anderes. Was denn? O Gebieter! Werdet ihr mir dienen und tun, was ich befehle? Oh ja, Herr des Höllenfeuers, wir tun, was du willst. Erlöse uns nur von den dreckigen Kumanen. Welche von uns willst du zuerst? Mich! Nimm mich! Nein, mich!
Ich will dich, Stute, ich will dich, Sau. Was, da gibt's einen Huhn? Und was ist mit der da? Wieso so schweigsam? Christa, du Henne, mach's Maul auf! Ich will die Sau natürlich. Ich will dich, Sau. Slater, meine ich. Ich wusste es. What the fuck? Moment. Knacken. Was? Wie geht das? Oh. Ach so. Hä? Das war heftig. Oh, mir ist schon wieder so komisch. Was ist dein Problem? Wird das jetzt langsam mal was oder nicht? Ich will einfach nur schlafen. Scheiß aufs Schlafen! Was war das? Was ist das? Da kommt jemand! Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Du wirst leiden. Ja. Ah.
gespielt. Willkommen zurück, Virus. So. Ich müsste echt mal schlafen, Mann. Misthaufen schlafen oder so. Volle Kanne weggepennt. Das letzte Mal war ich noch wach, wo du den Bocken, was meinst du, was habe ich da gekauft? Ach, den Bogen. Oh, das ist schon ein bisschen her. Das ist wirklich schon ein wenig her. Kann ich in der Kirche schlafen? Ach scheiße, da muss ich mit dem Vater reden. Boah, irgendwo muss man doch schlafen können, das gibt's doch gar nicht. Steht immer Unterkunft und dann kannst du doch nicht pennen. Was bringt mir das denn bitte? Schloss knacken, Mann, ich könnte schnell sprechen. Hallo? Wirt, warte mal, Wirt. Beste Grüße. Gespräch beenden. Ich möchte doch noch irgendwo pennen. Doof mit dem Pennen. Kann ich denn in die Unterkunft hinein? So ein Mist. So kann ich jetzt? Nee, auch nicht. Ich bin müde, Mann. Ach, Schlafplatz. Könnte bitte. Ich hier irgendwo schlafen? Aber ja. Aber ja. Für wie lange? Für eine Nacht? Nur die eine Nacht. Gut, aber gib mir ein paar Münzen vorab. Sind schlimme Zeiten. Zwei. Ja gut. Hier dein Geld. Handel. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Ja, sicherlich. Wo ist mein Bett? Wo kann ich schlafen? Das findest du leicht. Gleich hinter der Eingangstür ist eine Leiter zum Dachboden.
Dort stehen dein Bett und eine Truhe für deine Sachen. Cool. Das machen wir gleich mal. So, dann müssen wir hier hoch. Und bitte schlafen. Energie. Hier. 8 Stunden. Aufstehen. Wo ist meine Truhe? Ist das die? Nein. Hier. Inventar gefunden. Kune, Schlüssel, Löwenzahn. Was ist denn das? Warhorse Gambeson. What the fuck? Cool, wo kommt der plötzlich her? Salbei, können wir alles mitnehmen. Ringelblume. Mohnblume. Kamille. Distel. Riesel, Baldrian. Augenrost. So, Altwermut. So.